Moin Leute. Ihr seht, was ich euch mitgebracht habe. Dazu habe ich schon mal ein Opening gemacht, was ziemlich gut Aufrufe bekam, hat mich sehr überrascht, um ehrlich zu sein. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich in der Zeit da reingetan habe, was ich denke, was in so einem österreichischen Feldrucksack reingehen muss, was ich brauche. Macht keinen Sinn. Zuerst, ich habe nicht gezeigt, wie ich das jetzt festgemacht habe. Es war ganz kompliziert. Wenn ihr dazu nochmal ein Video wollt, falls ihr euch den Rucksack auch gekauft habt, zeige ich euch, wie man das Geschirr hier anlegt. Das war nämlich ziemlich kompliziert, wie ihr jetzt seht. Wie gesagt, wenn ihr das nochmal sehen wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare und lasst ein Like da. Tatsächlich macht der Rost nicht so viel aus, aber dazu komme ich später nochmal. Wie gesagt, das Einzige, was eigentlich hier benutzt war, ist das Geschirr. Also, was habe ich hier reingetan? Nochmal, der Bogen ist nicht drin, es sind nur die Pfeile. Wir kommen erstmal zu außen. Es sind nur die Pfeile für den Bogen. Komme ich zwar noch schlecht dran, ändere ich ab. Allgemein den Rucksack werde ich eh nochmal zweimal umändern. Aber das, was jetzt drin ist, damit kann man schon rausgehen und gescheit übernachten. Und überleben. Oh Junge, ich hasse diese Verschlüsse. Ihr müsst wissen, da sind so Zacken. Ja, hier ist 1,5 Liter Flasche, auf der anderen Seite auch. Das mache ich jetzt erstmal gescheit wieder zu. So. Auf der anderen Seite. Ihr seht schon, er ist ziemlich schwer. Befindet sich eine Axt und nochmal eine 1,5 Liter Flasche. Die Flaschen sind einfach da, damit man den ganzen Rucksack nicht ausräumen muss. Und ich wusste nicht, was ich da links und rechts rein tue. Kommen wir zur Vorderseite. Hier haben wir gerade Handschuhe, Taschenlampe, Pfeilspitzen, also Werkzeug für den Bogen. Und eine Sonnenbrille. Und ein Feuerzeug, das ist auch in dieser Schachtel drin. Das tue ich jetzt erstmal gescheit wieder alles rein. Und wichtig, immer so einpacken, damit nichts kaputt geht. Zum Beispiel sind diese Handschuhe ideal, um die Sonnenbrille zu schützen. Und das Werkzeug. Deswegen einen Handschuh unten hin, einen oben. So. Jetzt, das finde ich ziemlich gut an diesem Rucksack, das zeige ich euch jetzt mal. Außer diese Verschlüsse, die finde ich ziemlich kacke, um ehrlich zu sein. Das hier ist jetzt sozusagen das Dach und ihr seht schon, das ist nochmal abgedichtet. Das ist komplett wasserfest, das heißt, der ist allgemein komplett wasserfest, außer zu sagen, du kannst ihn jetzt nicht in den See schmeißen, geht nicht. Klappst ihn um. Hier hätte ich mir vielleicht noch... Gut, ich bin kein Soldat, aber hier hätte ich mir vielleicht noch Dings gewünscht, eine Tasche. Familie nervt mal wieder. Naja, egal. Auf jeden Fall, hier hätte ich mir noch eine Tasche gewünscht, hier oben drin, weil noch genug Platz drin gewesen wäre. Und wenn nur für Papier oder sowas. Gut, ist ein Militärrucksack. Ich habe da ja eh nichts zu sagen. Hier habe ich einfach so eine beschissene Schleife reingemacht. Machen wir jetzt mal auf. So. Hier vorne ist es zum Zuziehen. Das heißt, hier zum Zuziehen, dass es enger wird. Und hier oben nochmal, damit es nicht nass wird. So, ich tue mal kurz die Pfeile raus. Das erste, was ich oben reingetan habe, ist einfach eine Jacke mit Camouflage, falls es kalt werden sollte. Ihr wisst es, Unterwäsche. Jetzt kommen wir zum Notfall. Mal wieder ein Medkit, ein großes. Dann habe ich ganz viele Sachen, ich werde jetzt nicht alles öffnen. Fischsachen, also meine Angelsets, Batterien, Schnur, Knicklicht,
eine Powerbank, Nähzeug, also ganz viele verschiedene Dinge, auch Kabelbinder. Ich weiß, das ist sehr, sehr unnötig, aber ich habe, das Ding hatte so viel, wirklich, das hat, ich mach keine Werbung. Guckt euch mal an, wie viel Platz da drin ist. Das Ding hatte so viel Platz, dass ich da einfach Toilettenpapier reingetan habe. Ich weiß, ich bin beschissen, ist mir egal. Dann, ups, einmal ein Pack von der Bundeswehr, Typ 1 Western, wie ihr es gerade schon mal gehört habt. Geschirr, hier zum Abkochen, hier zum Nudeln abschütten und auch nochmal zum Abkochen. Dann habe ich hier noch meinen Wasserfilter. Der ist auch ziemlich nice. Außer wenn ich sagen muss, dass er ein bisschen riecht. Ich weiß nicht wieso. Ich benutze ihn halt nicht regelmäßig. Ich habe den, glaube ich, einmal benutzt und dann nie wieder. Aber der ist ja nur für den Notfall da. Der Wasserfilter. Und hier innen drin ist noch eine Tasche. Und zwar habe ich da Folgendes rein, weil dieser Rucksack nichts, wenn man ihn auf dem Rücken trägt, hat er nichts zum Puffen. Das heißt, wenn ich jetzt die Wasserflaschen hinten dran tun würde, dann würde es mies hinten drücken. Ich habe hier nochmal Socken und eine Decke. Die habe ich da reingetan, damit, wie gesagt, der Rücken nicht wehtut, mit den ganzen Gegenständen und einfach so. Und jetzt habe ich noch was Neues. Ich glaube, ihr wisst alle, was das ist. Ich muss es jetzt nicht extra auspacken. Das ist eine Plane. Eine Bauplane. Die ist grün, ein bisschen getarnt, dient zum Zelt. Damit werde ich auch heute wahrscheinlich noch ein Video machen, wie ich versuche, damit ein Zelt zu bauen. Die hat auch Ösen an den Seiten, also es ist möglich. Noch was habe ich hier nicht drin, aber allgemein, ich weiß nicht, ob man das sieht. Guckt euch mal an, wie groß der ist. Der ist riesig. Ja. Gasmaske habe ich jetzt nicht dazu getan. Fand ich ziemlich unnötig. Weil die nochmal sehr schwer ist. Weil die ja ein Metallgehäuse hat. Wenn ihr noch ein paar Sachen habt, die ich da reintun kann, schreibt sie mir in die Kommentare. Ja. Sonst, ich mache noch ein kleines Short. Wie man das Geschirr richtig anlegt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.